mit den Inhalten und dem, vor allen Dingen den Möglichkeiten von Tanztheater, insbesondere Berlin Air 12, vertraut macht. Bei Sachen, die mit Körper und Tanz zu tun haben, da hat man ja oft das Gefühl, oh Gott, ich muss trainiert sein und hopsen können, wie die Tänzer von Constanza Macras, um Tanztheater zu machen. Das Verrückte ist aber, dass es jeder machen kann, weil jeder hat ein bestimmtes Bewegungsvokabular und mit dem kann man einfach auf der Bühne was erzählen. Mit seinem eigenen Wissen, mit seinem eigenen Leben, mit seinem eigenen Hintergrund sein eigener Künstler wird in diesem Workshop. Er wird zum Schreiber, er wird zum Choreografen, er wird zum Regisseur, er wird zum Spieler, er wird zum Tänzer. Und das ist uns, glaube ich, sehr ein Anliegen, dass wir versuchen, Partner zu werden mit dem Publikum in dieser Institution. Also, dass wir die Türen öffnen für Zuschauer, sie teilhaben zu lassen an Suchbewegungen, an Forschung, an Workshops, an Werkstätten, um sie dann als Partner im Zuschauerraum zu haben. Spontan ausgedacht, spontane Bewegung, zusammengepackt und dann ist die Geschichte da. Ja. Wir haben ja eventuell verschiedene Themen. Ich habe Träume auf den Straßen. Und was hast du? Ich habe Parallelwelten. Und zwar gehe ich aber auch auf der Straße, beobachte die Leute. Gleich so. Also man fängt an, zusammen sich was auszudenken, auf der Bühne was zu gestalten und irgendwann hast du eine kreativ zusammenentwickelte Gruppenperformance, die nur so entstehen kann, weil alle Leute gleichermaßen ihre Gedanken, ihre Erfahrungen, ihre Fantasie eingeben. Und wer bist du? Die Gruppe empfand das als einen Affront und als eine Nicht-Solidarisierung. Es ist dein Leben, dein